Das Vicom Energy 3 Plus ist da. Mediamarkt und Co. listen das 5,5-inch Smartphone für knapp 165 Euro. Ein Modell ohne das Plus gibt es gar nicht. Mit Blick auf das Datenblatt vom Energy 2 gibt es kaum nennenswerte Unterschiede. Aber wer weiß, vielleicht versteckt sich in der Hardware ja wirklich noch das gewisse Extra, was das Plus rechtfertigt. Im Inneren der Verpackung versteckt sich einiges an Zubehör. Neben dem Smartphone selbst gibt es noch einen austauschbaren Akku, ein USB-Netzteil sowie ein passendes Kabel samt einem Set Kopfhörer. Ungewöhnlich, Vicom gibt dem Nutzer ein erstaunlich dickes Handbuch an die Hand. Für echte Fans liegen Sticker bei. Nützlich hingegen dürfte die Displayschutzfolie sein, die vom Nutzer selbst angebracht werden muss. Damit das Energy 3 Plus startklar ist, muss nur der Akku eingesetzt werden. Das Vicom Energy 3 Plus richtet sich an Liebhaber großer Smartphones. Satte 5,5-inch misst das HD-Display. Wie in der Preisklasse leider üblich, setzt man auf einen 720p-Screen und verzichtet auf den Aufpreis für Full HD. Für die Akkulaufzeit ist die geringe Auflösung eher vorteilhaft. Blickt man von der Seite auf das Energy 3 Plus, verfärbt sich das Display ein wenig ins Orangene. Darüber hinaus gibt es am Display wenig auszusetzen. Auf Eingaben reagiert der Screen zügig und auch im Freien lässt er sich gut ablesen. Vicom verzichtet erfreulicherweise auf unnötigen Schnickschnack, wie zum Beispiel Gestensteuerung. Hätte ich nicht vor dem Vicom Energy 3 Plus einige Wochen mit dem Gigaset GS160 verbracht, wäre mein Urteil zur Leistung des Energy 3 Plus wahrscheinlich schlechter ausgefallen. Ja, im Inneren tickt nur ein MediaTek MT6753 und der liegt sogar noch unter dem Helio P10, welcher in meinen Augen eigentlich die unterste Unterklasse sein sollte. Aber im Zusammenspiel mit 2 GB RAM lahmt das System bei weitem nicht so stark wie der Totalausfall GS160. Make no mistake, Geschwindigkeitsrekorde wird das Energy 3 Plus nicht aufstellen. Dafür ist der Prozessor und auch die Mali T720 GPU einfach zu langsam. Aber dem Nutzer wachsen dank, zumindest muss ich das an dieser Stelle annehmen, keine grauen Haare beim Öffnen, Nutzen und Schließen von Apps. Interessanterweise wird das Energy 3 Plus dennoch recht warm, wenn man längere Zeit damit beispielsweise Clash of Clans spielt. Andere Phones behalten hier 2017 einen deutlich kühleren Kopf. Ausgeliefert wird das Energy 3 Plus mit 16 GB Speicher, wovon effektiv ca. 10 nutzbar sind. Wem das nicht reicht, rüstet eine SD-Karte nach. Erfreulich, keiner der Schächte, egal ob SIM oder SD-Karte, wird vom Akku blockiert. Dieser ist austauschbar. Mit 3650 mAh ist er ausreichend für ein 5,5-inch Gerät dimensioniert, sodass ich problemlos über den Tag komme. Einen zweiten Tag hingegen habe ich leider bisher noch nie geschafft. Auf der Rückseite des Energy 3 Plus befindet sich eine 13-Megapixel-Kamera, aber seht selbst! Videos werden in Full HD aufgenommen. Auf dem Weg zur Uni kriege ich immer das schlechte Gewissen seinesgleichen, weil ich nur über den Sportplatz laufe, statt drüber zu joggen. Dafür gehe ich auf Schnee, auf dem noch nie einer gegangen ist. Vor ein paar Tagen noch ein stolzer Schneemann, jetzt tot. Schade. Auf geht's, fleißig sein. Schnell noch ein Paket zur Post bringen. Timon, professioneller Paketeverpacker. Wohin dieser Zug wohl fährt, nehme ich mit. Die Frontkamera hat zwar nur 5 Megapixel, aber auch ein Front-LED-Flash. Dafür gibt es von mir einen Daumen nach oben. Der Autofokus hingegen ist nicht ganz so gut. Da empfiehlt es sich schon näher an der Kamera zu sein. Leider ist das Licht doch sehr bläulich. Das Mikrofon reißt mich nicht wirklich vom Hocker. Man hat es eben in den Videoaufnahmen gehört. Es klingt relativ leise, relativ dumpf und einfach nicht wirklich schön. Der Lautsprecher befindet sich auf einem ähnlichen Level. Klingeltöne werden gehört und morgens wird man auch wach. Aber ob man dem Vicom Energy 3 Plus wirklich gerne zuhört, ich weiß nicht. Unter der Hauptkamera sitzt der inzwischen fast zur Standardausstattung gehörende Fingerprint-Sensor. Über jenen kann das Gerät ganz leicht entsperrt werden, ganz ohne ein kompliziertes Passwort. Auch nach 4 Wochen mit dem Vicom Energy 3 Plus bin ich immer noch davon überzeugt, dass Fingerabdruckscanner auf die Vorderseite gehören und hinten eher ein nettes Extra sind. Einen dicken Extra-Punkt gebe ich Vicom allerdings für den Einsatz von 5 GHz WLAN, sodass ich nicht schon wieder ein Extranetz für mein Smartphone spannen muss. Bluetooth 4.0 und GPS sind natürlich auch mit an Bord. In den vergangenen Wochen begleitete mich vor allem eine Frage. Wofür steht das Plus beim Energy 3 Plus? Für mehr Leistung? Nein. Für mehr Pixel auf dem Display?
Nein. Für eine bessere Kamera? Nein. Für mehr Speicher? Auch nicht. Das Einzige, was sich wirklich merklich vom Energy 2 zum Energy 3 Plus verändert hat, ist der Fingerabdrucksensor. Für jenen lohnt sich das Upgrade zum Energy 3 Plus aber ganz sicher nicht. Gut, Android 6.0 ist beim FICOM Energy 3 Plus auch mit an Bord. Ein paar mehr Upgrades, ob Hard- oder Software, hätten es aber trotzdem sein dürfen. Gleichzeitig sind die in Deutschland verfügbaren 160-Euro-Smartphones durch die Bank nicht wirklich besser, was die Kunden immer weiter in die Hände von Xiaomi und Co. treiben dürfte. Hoffen wir auf ein spannendes Energy 4 Plus. Bei dem das Plus sogar vielleicht wirklich gerechtfertigt ist. Ihr habt noch Fragen zum FICOM Energy 3 Plus? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.